Lea sitzt der Ostfriesen-Zeitung. Ihre Stärke, die Region. Rheinland hat Kuttergeburtstag. Der Martin hat ein bisschen Kultur auf der Krim hören. Doch die Leser wollen mehr. Deutschland und die Welt. Dabei die wichtigste Quelle, dpa, die Deutsche Presseagentur. Der Chefredakteur zeigt uns, wo in seiner Zeitung überall dpa drin steckt. Ja, das sieht jetzt aber nach verdammt viel dpa aus. Verdammt viel. Vor allem Berichte im überregionalen Teil, dpa. DPA ist für die Zeitung der absolute Basisstoff, was alles betrifft, was politische Entscheidungen betrifft, was Wirtschaftsgeschichten betrifft. Das kann eine Zeitung allein nicht leisten. Und DPA sind ja auch irgendwo wir alle, die Zeitungen. Und das von Anfang an. Die Deutsche Presseagentur wurde nach dem Krieg als Genossenschaft der Zeitungen und Rundfunkanstalten gegründet. Neben dem Inlanddienst und dem Europadienst in Deutsch hat dpa 3 weitere Auslandsdienste in Englisch, Spanisch und Arabisch. Schaltstelle zwischen drinnen und draußen, Informationen aus Deutschland, Europa und aller Welt für Abnehmer in aller Welt. Heute sitzt die Zentralredaktion in Berlin. Weltweit arbeiten für dpa rund 1000 Journalisten. Das Problem, die Digitalisierung setzt Medien unter Druck. Und damit auch die dpa. Die Entgelte der Nachrichtenagenturen bemessen sich in der Regel nach den Auflagen, nach den Reichweiten. Ja, und die Auflagen und die Reichweiten gehen zurück, sodass wir in unseren Kernbereichen wie auf einer schiefen Ebene weniger Umsatz machen. Das kommt aus dem Entgeltmodell heraus. Deswegen ist es so wichtig, in anderen Bereichen zu wachsen. Zum Beispiel mit PR-Dienstleistungen. Diese Gewinne stützen das Kerngeschäft, den Journalismus. Lösungen will dpa auch in einem anderen Bereich anbieten, Fact-Checking. Dazu hat die Agentur in der Vergangenheit selbst schmerzliche Erfahrungen gemacht. Mark, what's going on down there? dpa erreichten Bilder eines vermeintlichen Nachrichtensenders aus den USA. Die Agentur meldete Anschlag in kalifornischer Kleinstadt. Doch dpa war reingefallen auf einen PR-Coup für einen Kinofilm. Auf gefälschten Internetseiten, Telefonnummern, dort meldeten sich Schauspieler. Ich war noch nicht bei dpa, ich habe es nur so erzählt bekommen, dass es der Weckruf war, der vielleicht auch nötig war, weil man natürlich häufig zu sehr vertraut hat. Der Chefredakteur erklärt, er hat ein ganzes Verifikationsteam installiert. Das prüft, was die Agentur online erreicht. Gerade auf dem Schirm ein Twitter-Account mit fragwürdigen Umfragewerten, Prognos-Umfragen. Nachfrage beim Prognos-Institut. Ich recherchiere gerade zu einem Twitter-Account, der heißt Prognos-Umfragen. Der Anruf beim echten Institut ergibt, das Unternehmen macht gar keine Wahlumfragen, der Account ein Fake. Andere Recherchen sind weit aufwendiger. So hat das Verifikationsteam ermittelt, wie groß die letzte Bastion des sogenannten Islamischen Staates in Syrien gewesen ist. Unter anderem mit Videos wie diesem. Wir haben einfach in dem Video diverse Gebäude gesehen. Zum Beispiel diesen Turm. Und haben das dann verglichen mit Gebäuden in dem Ort, die es dort gibt. Ja, also man konnte sehen, das sind ganz charakteristische Haube, die es dort gibt. Und dann haben sie es dort gefunden auf der Seite. Es gibt dann Tools, um herauszufinden, nenne mir eine Moschee in der Nähe eines Supermarktes im Umkreis von 400 Meter in diesem Ort. Ein weiteres Tool, sonnenverlauf.de. Es zeigt, wie lang und in welchem Winkel der Schatten eines Gegenstandes ist, an jedem Ort der Welt zu einer bestimmten Zeit. Der Abgleich zeigt, zu welcher Uhrzeit ein Video entstanden ist. Man muss einfach wirklich wie Sherlock Holmes manchmal denken und sich überlegen, wie kann ich die einzelnen Informationseinheiten zu einem Mosaik zusammensetzen, was dann ein Bild ergibt. Ein neues Risiko für die dpa, sogenannte Deepfakes. Hier ein Beispiel aus den sozialen Netzwerken. In einem anderen Video ist sogar die Stimme des Facebook-Chefs fake. Imagine this for a second. One man with total control of billions of people's stolen data, all their secrets, their lives, their futures.
the more you express yourself, the more we own you. Ja, wir müssen uns alle dafür fürchten, wir als Nachrichtenmacher bzw. Nachrichtenübermittler, aber auch die Empfänger solcher vermeintlichen Nachrichten, weil da ist natürlich der Manipulation Tür und Tor geöffnet. Also wir sind dabei, unsere Leute zu spezialisieren, zu schulen, nötige Technik anzuschaffen. Dafür muss man erstmal identifizieren, was ist die richtige Technik. Das alles kostet. Journalismus ist nie umsonst. Faktenchecks, gefragt wie nie. Nicht nur von klassischen Medien, so kommt auch erstes Geld aus dem Silicon Valley. DPA arbeitet für Google, verkauft Faktenchecks an Facebook. Doch die wichtigsten Kunden weiterhin Zeitungen und Sender in Deutschland. Deepfakes aus der Region, damit rechnen die Journalisten in Leer nicht. Für alles Weitere setzen sie auf ihre Agentur. Das ist ja irgendwie so das Rennen von Hase und Igel. Die Fälscher werden immer ausgeklügelter und die Mittel, ihnen auf die Schliche zu kommen, werden immer ausgeklügelter. Im Moment brauchen wir es noch nicht, aber ich kann mir schon vorstellen, dass es kommt, ja. Und inwieweit verlassen Sie sich dabei auch auf die DPA? Auf die DPA verlassen wir uns im Moment zu 100%, bis wir eines Besseren belehrt werden. In ganz Deutschland verlassen sich Journalisten auf die DPA seit 70 Jahren. Die Verantwortung enorm, gerade in diesen Zeiten.